Oh, die Anschläge am Zero Day haben London in Ausnahmezustand versetzt. Die erste Inkarnation von Dead Sec London wurde zerschlagen. Die zweite muss erst noch auferstehen, 4000 Meilen entfernt in Chicago. Telefon ist zu unsicher. Schnell. Ich bin dein einziger Freund, Aiden. Sei mal netter zu mir. Toll. Ich leg jetzt auf. Ich hab nen Job, du Arsch. Fixer Job. Ich kann's nicht machen, Reisebeschränkungen. Ich hab dir doch gesagt, ich lass mich nicht mehr anheuern. Komm schon. Es ist Industriespionage. Drecksäcke gegen Drecksäcke. Keine Zuschauer. Super Bezahlung. Mhm. Wo ist der Haken? Es ist in London. Und da kommt man zurzeit nicht so leicht hin. London? Da wohnt Jackson jetzt. Ja, warum rufe ich wohl dich an? Okay, ich muss los. Okay, wir schmeißen das Ding weg. Sprich die Karte. Die SIM-Karte. Oh, ich glaube, wir sind rübergeflogen. Schade übrigens, dass das nicht im Originalspiel mit drin ist. Paris, Watch Dogs Legion Bloodline. Dass das ein extra Part ist. Das wäre cool gewesen, wenn das mit drin gewesen wäre. Oder noch cooler, sagen wir es mal so. So, in Zusammenhaft. Ubisoft Kiew, Ubisoft Montreal und Bukarest. Sonst fällst du auf. Wir müssen hier jetzt alle tragen. Ich habe kein Auto. Die Londoner Bombenanschläge haben alles verändert. Viele Sachen kriegt man nicht mehr. Das ist kein Problem. Gut, gut. Wohnung hat auch nicht geklappt. Kannst du irgendwo unterkommen? Familie? Ist kompliziert. Er ist alt geworden. Ja, so ist das. Dennoch Familie, oder? Wirst schon sehen. Er wusste es genau, ne? Dass es um Familie geht. Ja. Werde ich. Willkommen in London. Oh, minimal am Ruckeln, gerade in der Szene. So. Vielen Dank für die Annahme von Fixer-Auftrag 1138-4242. Untersuchung der Fusion zwischen der BrokerTech Corporation und Rampart Automated Defense Systems SA. Im Folgenden, Rampart SA. Kontext. Rampart SA ist eine private Sicherheitsfirma aus Frankreich, spezialisiert auf Roboterarmee. Bereits im April wollten sie BrokerTech in London aufkaufen, die auf modernste KI-Systeme spezialisiert sind. Aber die Verhandlungen stoppen. Thomas Rampart, CEO von Rampart SA, hat den Deal sabotiert, nachdem BrokerTech ihre Deep Labs-Abteilung als neues Unternehmen abgespalten hat. Aber auch ohne die Labore würden die Aktionäre beider Firmen bei der Fusion Millionen machen. Also warum macht Thomas Rampart das? Auftrag. Nach französischem Recht ist Ramparts Verzögerung illegal. Dringe in die BrokerTech-Labore ein und finde heraus, wofür Thomas Rampart einen Rechtsstreit riskiert. Beschaffe Dokumente und physische Beispiele als Beweise. Einsatzregeln. Diskretion empfohlen. Rein, Beweis holen und wieder raus. Also ziemlich lahm für einen Fixer-Auftrag. Mhm. So, und die Bude sollen wir da jetzt? Bin ich echt mal gespannt. So, Hallöchen, guten Tag, hier bin ich. Das Lustige ist, wir sollen ja eigentlich uns nicht blicken lassen, ne? Gut, decken wir uns erstmal ein bisschen rein. Schauen uns um. Aha.
Aha. Dann haben wir hier Saft. Dann haben wir da Saft. Achso. Dann gehe ich mal davon aus, dass der so sein soll. Dann haben wir hier Saft. Können das Ganze da einsperren und können das auch noch entsperren. So, wir haben das interne Netzwerk ein wenig entsperrt. So, die Klappe haben wir auch auf. Oh, oh. Tür auf. War eigentlich hier noch irgendwas? Das ist schon zu weit draußen. Okay. Dann nehmen wir mal die Kamera da, wa? Wir müssen rein. Okay. Scharf machen. Hier haben wir auch ein, den wir erstmal so hacken müssen. Aber erstmal schön alles in Ruhe durchgehen hier. Oh. Heliport. Das wäre nett. Also hier diese Transportport. Das wäre natürlich eigentlich auch nicht doof, ne? Wo ist denn die Kamera? Aha. Hier ist auch noch einer. Das heißt, mein Krabbelfreund wäre nicht schlecht, ne? Warum denn das? Nee. Haben wir eigentlich eine... Ich verstehe schon, aber... What? Ich komme nicht ins Menü rein? Oh, das ist nicht gut. Niemand da. Warum sollten Sie das Labor unbewacht lassen? Ich glaube nicht, dass hier niemand da ist. So. Hier eigentlich hier noch irgendwas, was wir machen können? Was ist denn das da eigentlich? Spiderbot. Ich würde gerade was sicher, Sinnvolles hier unten. Aber hier läuft ja eigentlich gar keiner rum, ne? Ne, das geht so gar nicht. Okay. Also. Dann rein da. Hallo, wo muss ich hin? Kein Licht, Alter. Ist hier duster wie im Hühnerpopo. Jetzt
bin da irgendwo falsch abgebogen. Okay. Das lassen wir jetzt mal. Wird doch mein, irgendwie. Ja. Jetzt sperren wir erstmal den ersten. So. Dann haben wir den. Ist das jetzt im oberen Stock? Ach, das ist im oberen Stockwerk. Ich habe gedacht, das ist in dem hier. Na gut. Kann ich dich eigentlich mitnehmen? Shit. Dich kann ich nicht mitnehmen. War das eigentlich sinnvoll, das hier alles zu machen? Irgendwie hat sich das gar nicht gelohnt, ne? Nee. Dann, nee, warte. Du kommst mal mit. Ach, der hat keine Funktion hier zum schneller laufen oder was? Oh, ja, langweilig. In Anführungsstrichen. So, dann hier durch. Wow. Ist hier nicht auch noch irgendetwas gewesen? Oder auch nix. Doch nix. Ja, dann bringt mir das Spider-Bot hier eigentlich nix. So, auf zu benutzen. So, rein da. So, Broker Tech. Es ist... Was zum Teufel war das? Ich sollte mich beeilen. Ich muss einen Security Hub finden. Vielleicht kann man damit die Tür dort drin entsperren. Okay. Das war jetzt natürlich easy. Oh ja, zeig's mir. Wo muss ich hin? Glücklicherweise hat unser Überwachungsteam rausgefunden, dass Rampart hauptsächlich an einer Technologie interessiert ist, die von unseren Deep Labs entwickelt wird. Sie nennt sich Broker Bridge. Die ganze Übernahme ist also nur eine List. Also will Rampart etwas, das Broker Bridge genannt wird. Der ganze Ankaufplan war nur ein Fuß in der Tür. Ich muss weiter. Die Tür sollte jetzt entsperrt sein. Ja, okay, das habe ich jetzt nicht gerade vermutet. Was könnte das sein? Der Kunde will Fotos. Wo sind andere Vögel hier? Hier lief da gerade noch einer rum, oder nicht? Eine Mikrosekunde gereicht,
Dass der mich entdeckt hat, oder was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Okay. Wir machen Fotos. So, nach oben drücken, Charakterrad öffnen und... X. Nichts davon ist legal. Aber wen interessiert das schon? Der Kunde will das Obst, dem ist es egal, ob der Baum vergiftet ist. So. Dann... Hier. Gucken wir noch mal schön ran hier. Das klingt nicht gut. Ich sollte weiter. Was war denn das gerade? Hallo? Sollte ich nicht eigentlich hier das auch noch alles fotografieren? Irgendwie nicht mehr, ne? Wir machen mal noch ein Foto. Und ich sollte das Ding da eigentlich fotografieren, ne? Also zumindest kann ich mich daran erinnern. Oh, da ist nichts weiter. Den Typen haben wir ja ausgenockelt. Untersuchen den mal. Oh. Hi. Moin. Elektrische Verbrennungen, aber willkürlich. Wohl eine Taserwaffe, aber keine Pistole. Ich bin hier definitiv nicht allein. Okay. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Wenn ich jetzt da reingehe, was passiert wohl? Okay, Jan, hab. Wir können uns ein bisschen reinhoppeln. Oh, so, nächster Part. Oh. Glücklicherweise hat unser Überwachungsteam rausgefunden, dass Rampart hauptsächlich an einer Technologie interessiert ist, die von unseren Deep Labs entwickelt wird. Sie nennt sich Broker Bridge. Das wollte ich wohl eher lesen. So, einer unserer Beauftragten hat ein Marketing-PC von Rampart knacken können und ist auf eine wahre Goldquelle gestoßen. Rampart hat 1 Million Exemplare von irgendetwas, was sich MK2 nennt, an die britische Regierung verkauft. Sorry, kurz niesen. Der Kaufgrund war wohl, dass menschliche Piloten eingesetzt werden, die durch eine direkte Gehirnschnittstelle in der Maschine mit der Maschine verbunden sind. Aber er verfügt nicht über die Technologie, um sie selbst herzustellen. Er benötigt Broker Bridge, da er sonst bei den verfluchten Behörden mit etwa 1 Milliarde Pfund im Rückstand ist. Das mag jetzt etwas derb klingen, aber da haben sie ihn wohl an den Eiern, Ma'am. A. Aziz. Ramparts Mark II Roboter funktionieren ohne diese Broker Bridge nicht. Und er hat bereits 1 Million Stück verkauft. Also, braucht er das Gerät oder er ist am Arsch. Wenn ich einen Prototyp in die Finger kriege, bin ich fertig hier. Gesperrt. Mal sehen, ob es hier einen Stromkasten gibt. Wenn ich den hacke oder ausschalte, sollte ich durchkommen. So, Folge der roten Linie. Er ist der Einzige, ne? Ich würde sagen, der ist erledigt. Oh. Was haben wir hier? Oh, Looten und Sammeln ist mittlerweile schlimm geworden bei mir. Das ist nicht mehr gut. So, E-Mail-Verlauf. Gestohlene Roboter. Einer unserer Jungs hat eine E-Mail gehackt und das hier gefunden. Sieht so aus, als sei jeder Teil seiner Firma gestohlen. Als sei jeder Teil seiner Firma gestohlen oder geerbt. Was für ein Mistkerl, oder? Dieser Wichser würde, entschuldige Ausdrucksweise, würde in einem Loch leben, wenn er nicht reich auf die Welt gekommen wäre. Ich wollte mich nur persönlich Bescheid geben, dass wir uns um den Kleinen irgendwie gekümmert haben. Der, von dem wir das zweibeinige Roboterdesign haben. Er hat den Blog-Eintrag runtergenommen, in dem er dich des Diebstahls beschuldigt, nachdem wir ihn an seine Verschwiegenheitserklärung geändert haben.
Ich war so frei und habe seine Medieninterviews alle abgesagt. Die Generalsekretärin von Rampart SA, Stephanie Odiar. Okay. Anscheinend hatte Thomas Rampart in seinem ganzen Leben nie eine eigene Idee. Sogar sein milliardenteures Roboter-Design stammt von einem Kellererfinder. Ich will jetzt ja nichts sagen, ne? Aber das Prinzip ist nicht neu hier. Einbruchsalarm. Das geht gewaltig schief. Schnell den Beweis holen und dann weg. Nahkampf. Setze Nahkampfgriffe ein. Wenn du ungemerkt vorgehen möchtest, drücke X einen Schlag, mit B ausweichen. Gegenangriffe. Drücke X, nachdem du erfolgreich ausgewichen bist, um einen Gegenangriff auszuführen. Deckung durch Breck ist Y. Okay. Oh, das nervt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das nervt mich so ein bisschen im Spiel, dass man Türen so öffnen muss. Also sorry, das ist nicht grundsätzlich böse gemeint. Aber das ist echt so. Kann ich hier rein? Müssen wir denn hin, Alter? Bin ich überhaupt noch richtig? Hier. Oh, Entschuldigung, falsche Richtung, glaube ich. Genau, da muss ich hin. Nee. Oh Gott, ich verlaufe mich hier auch noch. Ist das peinlich. So. Genau, hier wollen wir rein. Wo müssen wir denn hin? Hier haben wir noch eine E-Mail. Hallo, Miss Larson. Hier Direktor Aziz Gott, von der peinlich. Security. Ich habe Ihnen meinen Bericht geschickt, aber hier das Wesentliche. Rampart erwirbt seit fast 6 Monaten heimlich BrokerTech-Aktien. Er ist also hinter uns her. Glücklicherweise hat unser Überwachungsteam rausgefunden, dass Rampart hauptsächlich an... Da wollte ich nämlich hin. Okay.